Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Little Nightmares. Wir sind in der zweiten Folge angekommen, haben in der letzten Folge Mr. Langarm kennengelernt, was auch immer der vorhat. Ich habe nochmal in meine Errungenschaften reingeguckt, während wir hier gerade das Schiff nach oben laufen, was auch immer hier gleich abgeht. Und da gab es eine Errungenschaft, die hieß, du würdest höher hüpfen, wenn du wüsstest, was hier liegt. Also wenn ihr euch daran erinnert, wir hatten ja in der letzten Folge so ein paar Kinder auf Betten gesehen und da habe ich anscheinend diese Errungenschaft bekommen. Jetzt will ich noch mehr wissen, was das eigentlich für Kinder sind und warum die so komisch drauf sind. Hallo? Komisches Pilzwesen? Was bist du für... Achso, die Pilzwesen haben übrigens auch einen Namen. Die heißen... Numbutzebotzibutz oder so? Huch, der ist einfach weg. Der ist einfach nach Narnia geflüchtet und ich kann hier nicht hinterher, oder was? Na gut, kleines Pilz etwas. Ich gehe da mal wieder, nicht wahr? Ach nee, das war gar keine Errungenschaft, die ich bekommen hatte. Das war eine Karte und die hieß Numbutz, irgendwas mit vier Buchstaben und so heißen diese komischen Pilzwesen. Aber ich werde sie trotzdem... Na, als ob... Na, wie dem auch sei, was haben wir hier oben? Überall diese komischen Augen auch. Also das sind wahrscheinlich irgendwelche Wächter, das ist schon klar. Und die sollen darauf aufpassen, dass wir hier halt nicht rauslaufen. Oh, das sieht schön aus. Hier sind auch wieder diese ganzen Pilzviecher. Ich frage mich halt wirklich, warum sich das alles hier so wackelt und so. Das muss ja ein Schiff sein. Wo ist der Pilztyp schon wieder? Ach so, der ist hier durch die Wand, ne? Aber ich sehe... Na gut, never mind. Ich komme da sowieso nicht ran. Wieso ist hier alles so hoch? Aber man kann hier locker... Ja, die Wand aufmachen. Hallo, kleines Pilzwesen. Ich werde dich essen, sobald ich Hunger habe. Okay, wir brauchen einen Schlüssel, so wie es aussieht. Ist in Ordnung. Ich suche einen Schlüssel. Hallo? Hat jemand einen Schlüssel gesehen? Ich kann doch bestimmt den Koffer aufmachen. Nee, aber ich kann den Koffer umherschieben. Den Koffer unter den Schalter. Auf den Koffer rauf. Schalter betätigen. Schalter macht das Bett hinaus. Oh. Ey, wenn... Oh Gott, Geräusche. Lebt hier wer? Hallo? Ist hier jemand festgekettet? Soll ich dich befreien? Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller sein, weil hier sind komische Geräusche und da ist der Schlüssel! Da kommt bestimmt jemand. Das erinnert mich gerade mega an dieses eine Märchen. Wie heißt denn das? Mit diesen Wunderbohnen? Also nicht Betty Bots Bohnen, sondern richtige Wunderbühnchen. wo man doch auch so ein... Also die waren ja auch so klein, sind dann mit ihren Wunderbohnen zum Riesen gegangen und wollten da die goldene Guts klauen. Kennt ihr, ne? Ihr wisst, welches Märchen ich meine. Hier kommt gleich einer an. Wo ist denn der Schlüssel jetzt? Und so fühle ich mich auch gerade. Nur, dass ich einen Schlüssel klaue und keine goldene Gans. Aber ist ja fast genauso. Was waren das denn für Geräusche? Oh Gott, ich glaube, das entwickelt sich hier noch ein bisschen böse. Ja, schmeiß den Schlüssel hoch. Wenn selbst Schlüssel zu schwer ist. Oh Mann. Oh, danke. Kann ich das Schloss mitnehmen? Das wäre toll. Ja, ich kann das Schloss mitnehmen. Dann nehme ich es natürlich mit. Hey, oh, ich darf es doch nicht mitnehmen. Sonst bin ich leider zu schwach, die Tür zu öffnen. Oh, aber dann nehme ich Mr. Äpfeldäpfel mit. Mr. Äpfeldäpfel, kannst du Musik machen? Das ist doch so ein Klangaffe, oder nicht? Mach mal Musik. Mr. Äpfeldäpfel, machen Sie Musik, bitte. Mr. Äpfeldäpfel, was ist der Plan? Ja, er macht Musik. Geil, ich liebe Mr. Äpfeldäpfel. Oh, und ich komme auch nicht mehr zurück, oder was? Das ist ja belastend. Okay, Mr. Äpfeldäpfel, ich fühle mich sehr sicher, wenn Sie bei mir sind. Wie süß. Kommen Sie mit. Ich habe Sie sehr gerne, Mr. Äpfeldäpfel. Aber ich weiß leider nicht, was ich hier zu tun habe. Ah, ja doch. Da oben muss dagegen geworfen werden. Geil. Danke, Mr. Äpfeldäpfel. Ihr seid ein guter Freund. Ah, das ist ein Fahrstuhl. Ja, moin. Nee, da kommt ein... Warte, sind wir in einem Fahrstuhl oder kommt da ein Fahrstuhl? Ich weiß es nicht. Wir sind in einem Fahrstuhl. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass wir hier so viele Geräusche machen. Aber ich nehme Herrn Mr. Äpfeldäpfel auf jeden Fall mit. Da ist noch ein Schalter. Soll ich einfach nochmal gegenwerfen? Los, Mr. Äpfeldäpfel. Weg. Ja, guck, der kam nämlich an. Das hier ist nämlich der Fahrstuhl. Wir waren eben nicht in dem Fahrstuhl, wir sind jetzt in dem Fahrstuhl. Das macht doch vollkommen Sinn. Mr. Äpfeldäpfel, solange wir hier warten müssen, machen Sie bitte Geräusche. Dankeschön. Das ist der beste Mr. Äpfeldäpfel, den ich je hatte. Da. Der spiegelt wieder, wie es in meinem Gehirn abgeht. Machen Sie Geräusche, hören Sie nicht auf. Ich fühle... Das ist das Einzige, was mich bei Sinnen hält. Mr. Äpfeldäpfel, Sie sind das... Nein, Einzige, was mich bei Sinnen hält. Mr. Äpfeldäpfel, nein, ich habe Hunger. Kann man Mr. Äpfeldäpfel essen? Mr. Äpfeldäpfel, ich nehme Sie auf jeden Fall mit. Vielleicht ist ja ein bisschen Fleisch an Sie dran. Kann ich Mr. Äpfeldäpfel wegschmeißen? Stirb, Mr. Äpfeldäpfel! Ah, Mr. Äpfeldäpfel kann nicht sterben. Er ist unverwüstlich. Krass. Ich würde ja gerne so eine Ratte hier essen. Ja, toll, wo kriege ich denn jetzt wieder Essen her? Mr. Äpfeldäpfel, mir geht's nicht gut. Wissen Sie vielleicht, wo man etwas zu essen herbekommt, Mr. Äpfeldäpfel? Ich bräuchte etwas zu essen.
Mr. Äpfel, Äpfel, bitte, bitte etwas zu essen. Oh, ich bin voll am Verhungern. No, bin ich jetzt tot? Wo ist denn der Katinboy, wenn man ihn mal braucht? Katinboy, please! Ludovic, wo bist du? Oh, hier singt doch wer. Hallo? Hat jemand was zu essen für mich? Leute, die singen, haben häufig was zu essen. Da ist Fleisch. Das sieht mir ein bisschen wie eine Falle aus. Aber ich meine, naja, da hängt halt eine Ratte. Aber die andere Ratte wurde ja auch nicht gefangen. Ich glaube, das ist safe. Wir essen dieses Fleisch. Fleisch ist gut. Fleisch ist lecker. Fleisch lässt uns am Leben. Oh ja, lecker Fleisch. Da passiert jetzt bestimmt nichts. Nein, nein. Oh ja, lecker Fleisch. Oh, das ist das beste Fleisch, das ich je gegessen habe. Und dieses blöde Brot von vorhin, das hat ja gar nicht gesättigt. Aber dieses Fleisch. Oh nein, ich bin eingefangen. Wer hätte damit rechnen können? Also ich nicht. War das Mr. Langarm? Ja, guck, die Kinder werden eingesperrt, das war so klar. Habe ich doch in der letzten Folge gesagt. Und das ist locker Mr. Langarm. Und der frisst die alle auf. Oder so. Muss doch so sein. Okay, I guess. Aber hey, er hat uns was zu essen gegeben. Ist doch nett von ihm. Oh mein Gott, wenn das jetzt ein anderes Kind war, das wir da gegessen haben, dann ist das schon ein bisschen brutal. Aber war bestimmt kein Kind. So, lass mich mal hier raus. Ich habe keine Lust, gefressen zu werden. Bitte, lassen Sie mich gehen. Nee, bitte. Ich habe keinen Bock da drauf. Ha, so ein schlechtes Gefängnis. Als ob du mich gefangen halten könntest. Das war alles mit Absicht. Haha. Oh, guck mal, sogar mal eine Lampe, die wir mitnehmen können. Das ist ja der Oberwahnsinn. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir hier unten. Auf der linken Seite waren wir schon mal. Tja, Lampe. Tschüss, Lampe. Ich habe dich nur angemacht, um dich zu töten. Mister, ich hoffe, es ist okay für Sie, wenn ich Sie ein bisschen umherschiebe. Wir gehen jetzt auf kleine Wanderreise, ja? Der große Dude kriegt das bestimmt nicht mit. Aber ich brauche es mal eben, damit ich leben kann. Ist mir egal, was mit ihm passiert. Ich will einfach nur leben. Denn ich bin der Auserwählte mit dem Regencape. Dankeschön. Tschüss. Ich hoffe, Sie sterben nicht. Mist. Ich muss mich hier, glaube ich, ein bisschen schwingen, nicht wahr? Damit ich da schnell genug hin kann. Ja. Oh, ich bin so klug, ey. Also manchmal bin ich echt richtig. Oh nein, das war eine Falle. Oh nein, das war eine Falle. So klug war das dann anscheinend doch nicht. Wenn man nicht weiter weiß, dann einfach mal die Türen hochklettern. Hab ich ein Glück, dass hier ein Loch ist. Wow. Da ist auch wieder was zum Anzünden. Oh, bin ich dieses Kind aus diesem Meme, das vor diesem Haus, vor diesem brennenden Haus steht und so fies grinst? Bestimmt bin ich das. Und ganz am Ende die Credits, da stehe ich dann vor dem Haus, das hier umherwackelt und hab's angezündet. Okay, das muss es sein. Da guck, Mr. Langarm ist da. Aber Mr. Langarm kann gar nicht gucken. Mr. Langarm hat gar keine... wait a second. Mr. Langarm hat gar keine Augen, oder er hat zumindest... Bitte, Mr. Langarm, Mr. Langarm, nein! Sie sehen mich überhaupt nicht und sie riechen mich auch nicht. Oh Gott, das war knapp. Mr. Langarm, können Sie mich bitte in Ruhe lassen? Das ist ja gruselig. Hey, ist das doch ein Horrorspiel? Oh mein Gott, da habe ich fast geknubbelt. Da habe ich bestimmt gefressen. Okay, ich glaube, Mr. Langarm ist doch nicht so nett. Und ich glaube inzwischen auch, dass Mr. Langarm... Mich... Nee, warte. Mr. Langarm... Sie sehen mich nicht, oder? Mr. Langarm, ich hänge hier nur so rum. Ein Glück ist Mr. Langarm ein bisschen dumm. Jetzt, Mann, ist das doch ein Horrorspiel? Das stand so nicht in der Beschreibung drin. Ich habe hier nicht für ein Horrorspiel nicht bezahlt. Ob ich den einfach töten kann? Soll ich auf seinen Kopf springen und ihn töten? Okay, jetzt meine Chance. Mr. Langarm, Sie kriegen mich nie. Ich bin einfach viel zu schnell für Mr. Langarm. Ich bin Usain Bolt. Oh, scheiße. Oh, Moment, ich weiß, wo ich hin muss. Oh nein, Mr. Langarm, bitte nicht! Oh Gott. Oh nein, er hat die Tür aufgemacht. Mr. Langarm, nein. Drück den Knopf. Drück doch einfach den Knopf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso folgt mir Mr. Langarm bis hierher? Mr. Langarm, nein. Mr. Langarm, bitte nicht. Oh Gott, geh doch einfach da hoch! Er sieht mich nicht, oder? Er ist zu dumm dafür. Oh Gott, nein, nein. Tja, nee. Nee, so einfach geht das nicht, Mr. Langarm. So einfach geht das nicht. Gehen Sie einfach. Nein! Klippo! Ich hab doch Klippo! Ich bin jetzt mal schlau, Leute. Ich lock ihn rein. Oder gehe ich auf die andere Seite? Jetzt weiß er gar nicht mehr, wo ich bin. Tja, doof, ne? Und jetzt warte ich einfach ab. Ja, hier ist nämlich keiner. Hier ist nämlich keiner. Hast du vollkommen recht. Keiner da. Ach, ich bin so klug, ey. Krass. Macht er die nochmal zu, die Tür? Nice. Oh, jetzt bin ich auch safe. Und ich habe schon gesehen, hier haben wir nämlich unseren komischen
Knubbel, den knubbeln wir da rein und dann knubbeln wir das runter. Das ist auch fast nicht laut. Das ist ja zum Glück fast nicht laut. So, nein, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich will nur da rein. Ist das gruselig. Jetzt weiß er aber auf jeden Fall, dass wir da sind. Ob das so gut ist, ich weiß nicht. Also er weiß ja sowieso, dass wir da sind. Jetzt weiß er aber, dass wir ausgebrochen sind. Und jetzt verfolgt er uns auch locker. Wo kommen die Schuhe her? Ich wollte schon immer neue Schuhe haben. Danke für die Schuhe. Aber jetzt kommt ja endlich mal Spannung auf. Die erste Folge war halt so ein bisschen labida, nichts passiert. Aber jetzt endlich mal ein bisschen Horror-Action. Obwohl ich nicht gedacht hätte, dass das wirklich ein Horrorspiel ist. Bin ich mir so doof, weil ich hasse Horrorspiele. Oh mein Gott, er sammelt einfach Schuhe. Er ist der Dagobert Duck der Schuhe. Er sammelt kein Geld, sondern er sammelt einfach Schuhe. Richtig der Weirdo. Ein Glück sind hier diese schwarzen... Na, diese schwarzen Viecher nicht, aber dafür irgendwas anderes. Warte, gibt's hier Endbosse? Du kannst mir nicht erzählen, dass es hier Endbosse gibt. Ja, ich bin safe. Klippo. Oh, nö, kein Bock. Ich laufe jetzt einfach weiter. Bye, bye, Miss American Pie. Na, 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 na. Ja, und wo geht's jetzt weiter? Mann, der ist doch einfach hinter mir. Ich will da nicht hin. Der kriegt mich locker wieder. Ich bin so langsam. Nee, ich bin schnell genug. Tja, doof für dich, dass du so langsam bist. Tschüss, lieber Schuhsurfer. Ich habe sie nie vermisst und ich wollte sie auch nie kennenlernen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Da wurden wir eingesperrt. Das heißt... Ah! Oh mein Gott, er hat mich wirklich erschreckt. Bitte gehen Sie weg. Ein Glück habe ich hier angemacht. Oh Gott. Bitte, du kommst da niemals rüber. Du bist doch viel zu groß. Kannst du einfach... Oh Gott. Ist das gruselig, wenn deine Leute verfolgen. Und er ist voll schneller als wir. No, no, no. Mr. Langarm. Sie wissen gar nicht, wo ich bin. Sie hören mich nicht. Sie können... Moment, Moment. Was muss ich machen? Oh Gott, ich weiß es nicht. Kann ich mich da drin einfach verstecken? Bitte gehen Sie einfach weg, Mr. Langarm. Die wissen nicht, wo ich bin. Ich bin schon im nächsten Raum. Ja, ja, drück mal den Knopf. Das finde ich gut. Wieso sucht er denn jetzt? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass er sucht. Das ist nicht gut, dass er sucht. Ich glaube, wir müssen gleich ganz schnell rechts langlaufen. Es ist gut, dass er nichts sehen kann. Das ist die einzig positive Sache. Wie eklig er ist mit seinem Kiefer. Was ist los mit ihm? Ich bin hier gar nicht. Da, ja, 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 ja. Danke. Folg den Dingern. Richtig. Oh mein Gott, ist das alles gruselig. Will ich hinterher? Oh mein Gott. Die komischen Toads haben mich gerettet. Ah, da ist Mr. Schnüffelbiffel wieder. Mr. Schnüffelbiffel, ich brauche sie. Hat sich die Kiste gerade bewegt? Das ist gruselig. Mr. Schnüffelbiffel, bleiben Sie mal kurz hier. Die Kiste hat sich bewegt. Dann ist doch da unter bestimmt irgendwas versteckt. Was ist das? Das hier sieht komisch aus. Wo ist der Typ vor allem hin? Ah! Nein, Mr. Schnüffelbüffel! Lass mich nicht zurück! Oh, sad life. Okay. Mr. Schnüffelbüffel, du hältst da oben die Stellung. Ich guck, was ich hier unten machen kann. Oh, hallo, kleine Toads. Warum ist das denn so ein Horrorspiel? Da ist noch ein gewisser Schnüffelbüffel. Das ist cool gemacht, oder? Dass man so von oben und unten sieht, was abgeht. Finde ich schon nicht schlecht. Ich darf, glaube ich, nicht allzu laut sein, weil sonst... Da! Magdalena! Auch wieder da! Was geht ab? So, Magdalena muss man natürlich immer mitnehmen. Wann immer es geht, vielleicht kann ich den ja irgendwie austricksen. Was macht er da vor allem? Was hat er da? Was macht er da? Was tut er da? Ziemlich safe muss ich das Ding irgendwo gegenwerfen, oder? Er hat es nicht mal gehört? Aber irgendwelche Seelen oder sowas befreit man ja auf jeden Fall. Ey, gar kein Plan, was das Spiel gerade von mir will. Er weiß nicht, dass ich hier bin, egal wie viel... Ah, Lärm ich mache. Ich glaube, ich kann hier einfach hoch, oder? Ja, okay. Hab ich verstanden. Du hast mich nicht gehört. Du weißt nicht, dass ich... Warte, was? Nicht dein Ernst, oder? Dass er jetzt dazwischen guckt? Ich weiß aber auch gar nicht, was ich machen soll, wenn ich jetzt... Egal, komm. Wir probieren es einfach mal. YOLO! Digga, ist das gruselig. Warte mal, wenn ich hier... Ich kann doch Mr. Schnüffelbüffel bestimmt dazu nutzen, hier Geräusche zu machen. Willst du nicht nachgucken, warum Mr. Schnüffelbüffel Geräusche macht? Doch, willst du, ne? Ja, ja, willst du. Ich weiß, du willst es. Alright, jetzt bin ich hier. Bringt mir das irgendwas, ist die andere Frage. Kann ich einfach hoch? Ja, ich kann einfach hochklettern.
Ich bin einfach der smarteste Boy. Nein, mach doch nicht so viele Geräusche. Was ist das da für ein komisches Baby im Hintergrund? Dieses Fischbaby. Mach nicht deine eigene Einrichtung kaputt. Du wirst unglücklich, wenn du das machst. Du, oh mein... Du wirst unglücklich. Ich hau ab. Tschüss. Hat er nicht gehört. Hat er nicht gehört. Oh Gott. Ein Augenblick. Ah, er mag Geräusche nicht. Er mag laute Geräusche nicht. Ist er deswegen hinter uns her? Nee, ne? Oder vielleicht doch, weil wir halt immer Geräusche machen. Ich glaube, in diesem Raum kann ich nicht allzu viel machen. Ich bin da gar nicht. Oh, ich muss irgendwas dagegen werfen. Vielleicht ja so ein Schuh. Schuh, Attack! Scheiße. Warum bist du so schwach? Schuh, Attack! Okay. Bye, bye, Mr. Langarm. Ich habe keinen Bock mehr auf sie. Da, 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 da. Danke, liebe Uhren. Ihr seid meine Lebensretter. Die Uhren der Zeit sind mein Lebensretter. Die Uhren der Zeit wissen, was sie tun. Die Uhren der Zeit sind mein Lebensretter. Ich weiß nicht, was ich mache. Oh mein Gott, erschlagen wir ihn? Das wäre obergeil. Dann wird das hier noch ein bisschen brutal. Ich will jetzt gerne brutal sein. Lass mal brutal sein. Ich will ihn jetzt erschlagen. Habe ich jetzt ohne Witz richtig Bock drauf. So, okay, schon mal Geräusche gemacht, damit er ankommt. Können wir ihn nicht erschlagen? Oh, ich... Doch, wir... Mann, ich will ihn bitte erschlagen. Oh, hi, na? Wie? Warum kann er hier überall so krass hin? Er ist auch richtig das komische Spinnenwesen, so. Wir brauchen auf jeden Fall hier wieder so einen komischen Schalter. Wo kriegen wir denn jetzt einen Schalter her? Entschuldigen Sie, Mister. Haben Sie vielleicht einen Schalter gesehen? Stirb, Hamster. So, ach, da haben wir den Schalter. Siehst du mal, wie wir jetzt hier rauskommen, ist die andere... Oh Gott, ist die andere Frage, ohne dass er uns natürlich tötet. Wahrscheinlich müssen wir den Fernseher anmachen. Ich weiß nicht, ob das so eine ganz tolle Idee ist, aber ich mach's einfach mal. An. Und schnell weglaufen. Oh Gott. Muss ich einfach raus, während er an dem Fernseher was macht? Wahrscheinlich, oder? Weil der ist so laut und deswegen kann er mich wahrscheinlich nicht hören. Ah, nee, 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 du hast mich nicht gehört. Kannst du gar nicht. Ich bin so leise. Schwachsinn, dass du mich hörst. Einfach nur Schwachsinn. Also einfach nur Schwachsinn. Der cheatet. Jetzt ohne Witz. Egal, wir haben unseren komischen Hebel. Die Sache ist... Oh Gott, komme ich überhaupt wieder zurück? Ja, ich komme wieder zurück. Okay, wir müssen... Nein, nein, nein! Lass dieses Ding da! Gott. So, das Ding ganz nach oben. Bitte halt dich fest. Oh, danke. Aber wir töten den da schon noch mit, oder? Ich bin... Da ist er ja. Ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn nicht. Hopp. Vielleicht folgt das ja sogar. Und dann fällt er runter, weil er zu schwer ist und Dummkopf ist. Das wäre auch toll. Ich will ihn auf jeden Fall tot sehen. So, wie er mich hier die ganze Zeit erschreckt, der Doofkopf. Au. Es war eigentlich klar, dass man dadurch stirbt, aber ich wollte es trotzdem probieren. Das Gute ist ja, eine Lore stirbt nämlich nicht durch heißen Dampf. So, springen wir einmal rüber, nehmen die Lore wieder mit. Dann haken wir die hier einmal ein. Das ist gar nicht, aber sollte trotzdem lang, oder? Wenn wir jetzt einfach von der Lore darüber jumpen. Ja, easy game. Und ab in den Tod. Perfekt, genau so wollte ich es machen. So, dann bitte noch einmal ohne zu sterben. Das war aber auch fies gemacht, ey. So, ja, das sieht besser aus. Da sind bestimmt auch einige dran gestorben. Ach, ich bin frei. Mr. Langarm kriegt mich nie. Hier kommt er lieber als hin. Also wenn er hier hinkommen könnte, dann wäre das schon echt Cheating von ihm. Ah, als ob, man, du. Der Heck doch. Woher will er denn wissen, dass ich da bin? Ja, okay, ich war vielleicht ein bisschen laut, aber trotzdem. So, diesmal nicht. Diesmal bin ich schlauer. Tja. Ah! Oh Gott, ist das gruselig. Ich bin nicht hier. Bitte, bitte lass mich hier in Ruhe. Ich will einfach nur hier raus. Voll unfair. Ja, kannst du bitte... Okay, bye bye. Ich bin weg hier. Ich hau ab. Tschüss. Kleine Ratte. Bleib hier. Lass uns Freunde sein. Bitte. Ich brauche bitte einen Freund. Oh nö, ja, jetzt aber hier reinkommt. Okay, ich lauf einfach ein und kehr, was er macht. Ich lauf. Und ich will ihn noch einmal töten, wenn das irgendwann mal möglich ist. Oh, ja, sein eigener Käfig. Rettet mich. Awesome.
Oh ja, oh, das wäre so geil, wenn er jetzt seinen Kopf verlieren würde, weil er einfach ein Vollidiot ist. Komm doch rein mit deinem Kopf. Oder warte noch ein bisschen. Ja, ich chill jetzt hier. Du kriegst mich nicht. Nö, dein... Nein, warte mal. Nimm deine Griffel weg hier. Ich glaube, ich muss irgendwas mit dem Gitter machen. Aber ich weiß nicht was. Warte. Gott. So, ich gehe jetzt einfach mal zum Gitter hin und guck, ob ich da irgendwas machen kann. Nee, ich kann da nichts machen. Ich weiß nicht was. Okay, nach viel Rumprobiererei habe ich gerade gemerkt, ich kann hier tatsächlich so einen Stützpfeiler rausziehen. Und das findet er gar nicht geil. Kann ich den Stützpfeiler eigentlich nehmen? Nee. Und das muss ich anscheinend ein paar Mal machen, damit er dann stirbt. Ich habe hier eben seriously 10 Minuten immer wieder mich hin und her gehangelt. Oh Gott. In der Hoffnung, dass das Teil einfach irgendwann runterfällt. Hat es aber nicht. Hat es einfach nicht. Und dann habe ich mich doch irgendwann mal ans Gitter getraut und habe dann gemerkt, ach so, ja, cool. Kannst du einfach was wegziehen. Deswegen vermute ich... Ah, die andere Seite muss natürlich auch noch weg. Einfach beide Stützpfeiler weg. Oh Gott. Schnell. Nimm die rechte Seite weg. Ja, Mann, wir haben ihm seine Arme einfach abgerissen. Richtig geil. Mr. Langarm ist nicht mehr in diesem... Ah, oh Gott, sie bewegen sich immer noch weiter. Oh Gott, nee, okay, das ist ja gruselig. Mr. Langarm ist nicht mehr Langarm. Er hat einfach... Er ist jetzt Mr. No-Arm. Mega cool. Ah, das ist befriedigend. Dass man ihn einfach seine Arme wegnimmt. Das gefällt mir sehr gut. Mir hätte es besser gefallen, wenn wir ihn ganz vernichten. Aber vielleicht kommt das ja noch. Das hat mega die Gleichstellungsmerkmale wie Limbo. Da hat man doch der Spinne auch die ganze Zeit ihre Beine abgehackt. So, das war das Versteck. Also Kapitel Nummer 2 mit einem Mini-Endboss am Ende. Sehr, sehr cool. Bei dem ich mich, glaube ich, ein bisschen dumm angestellt habe. Aber ich habe das wahrscheinlich rausgeschnitten. Und deswegen wirklich jetzt ganz schlau. Mhm. Aber ich aber sagen, war das halt Kapitel 2. Wir sehen uns dann bei Kapitel 3 in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss!